Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr langweilt euch nicht zu sehr zu Hause. Und falls doch, oder falls ihr einfach nur mal Gedichte hören wollt, hier habe ich welche für euch. Und ich fange an mit einem für alle, die gerne Fußball spielen oder gerne Fußball im Fernsehen gucken oder im Radio hören. Und das ist so eine Art Live-Ticker, wie es ihn auch im Internet gibt. Kicker. Ticker. Bestes Wetter, Spielbeginn, Ballbesitz und Raumgewinn, Trainer, alte Wirkungsstätte, Aufbau aus der Dreierkette, Abwehr sehr gut aufgestellt, behaken sich im Mittelfeld, möglich, dass jetzt was passiert, Kugel kaum noch kontrolliert, Radius gekonnt erweitert, Fuß dazwischen, knapp gescheitert, legt von links die Kugel vor, Pass und schneller Abschluss, Tor, hat die Mannschaft aufgeweckt, hinten klasse durchgestellt. Ballverlust, dann kriegt er ihn. Flaches Abspiel, gut bedient. In der Mitte spielt sich frei, segelt knapp am Ball vorbei. Zweite Ecke scheint verpufft, Konterchance, da ist noch Luft, kann die knappe Führung kosten. Abschlag auf den linken Pfosten. Pausenpfiff, Erwartung dämpfen. Klare Worte, weiterkämpfen. Choreo mit bunten Bändern. Seitenwechsel unverändert, frühes Stören, Ballverlust, grobes Foul, mehr aus Frust, wie er in die Beine dricht, Wade, Knöchel, böser Wicht, Schiri hat sich vorgeknöpft, Karte, Freistoß, Hoffnung schöpft, aus der Tiefe kommt er schon, langer Ball in Position, rechter Flügel, Übersicht, zentraler Rückraum eher nicht, Passstaffette, Abwehrkette, Stürmer stochert Spielgerät, fraglich, ob hier noch was geht. Und am Ende drängt die Zeit, weiter Abschlag, Möglichkeit, einen sieht man überall, Freistoß, Flanke, Flugkopfball, den er nicht mehr kriegen kann. Abspiel auf den Nebenmann, unerreichbar, viel zu weit. 4 Minuten Nachspielzeit. Druck nach vorne, geht es noch? Gegenspieler abgekocht. Abwehr müsste tiefer stehen. Für den Torwart kein Problem. Letzte Chance, holt Ecke raus. Abgepfiffen. Spiel ist aus. Ja, das war ein recht neues Gedicht, das auch noch in keinem Buch drin steht. Und jetzt habe ich hier noch ein paar Gedichte aus dem Buch Prima Hohlzofen Pizza. Und da fange ich an mit einem, da kommt ein Mops drin vor. Was ein Mops ist, wisst ihr bestimmt. Ein Mops, das ist ein Hund, der ist klein und ziemlich hohl. Und ihr kennt sicher auch den Ausdruck Mann über Bord. Das heißt, ein Mann ist ins Wasser gefallen. Wie muss man jetzt sagen, wenn ein Mops ins Wasser gefallen ist? Ja klar. Mops über Bord. Kurz lässt man die Leine los, der Mops geht über Bord. Er schwimmt wie ein Kartoffelkloß, die Strömung treibt ihn fort. Auf dem Schiff, das Publikum steht steif und starr vor Schreck, schaut ums ganze Schiff herum, unser Mops ist weg. Wo ist er hin? Ist das bekannt? Der Mops treibt schnell, der Mops treibt weit, er landet an einem Palmenstrand und hat eine gute Zeit. So gut geht's dem jetzt, dem Mops. Ja, das nächste Gedicht, das ist eine Art Liebesgedicht. Heiße Liebe zu einer kalten Kugel. Eine kalte Kugel lag in einem Becher drin. Als ich sie gesehen hab, schmolz mein Herz dahin. Sie war zarter als Gemüs, so schmeck, so leck, so lutsch. Sie war so super, super süß. Und jetzt ist sie futsch. Ja, die Eiskugel. Wer gerne Eis mag, der isst bestimmt auch gerne Spaghetti. Das kommt in dem folgenden Gedicht vor. Nicht so ganz leicht vorzulesen, weil da ist so ein bisschen mit den Buchstaben gemalt. Ja, schauen wir mal. Spaghetti essen. Darf man Spaghetti mit der Gabel in Teile teilen oder mit dem Messer schneiden? Spaghetti.
Soll man Spaghetti falten und knicken zu mundgerecht passenden Stücken? Spaghetti? Oder heißt es, wir sollen sie um die Gabel wickeln und rollen? Spaghetti? Das wird man doch wohl machen dürfen. Oder muss man sie saugen und schlürfen? Spaghetti? Wie macht man es richtig? Was stimmt denn jetzt? Die Antwort steht im Spaghetti-Gesetz. Ja, das waren ein paar Gedichte aus dem Buch Prima Holzofen Pizza. Und wenn ihr für die langen und vielleicht langweiligen Tage noch etwas längeren Lesestoff braucht, möchte ich noch ein anderes Buch empfehlen. Und zwar, das ist Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen. In diesem Buch gibt es einen Onkel Theo, der erklärt die Welt. Und in jeder Geschichte erzählt er von einem Tier oder einem Gegenstand. Spaghetti ist auch dabei. Oder Onkel Theo erzählt vom Pferd, von der Banane, vom Putzlappen, vom Känguru, vom Nilpferd, vom Esel, vom Ring, vom Huhn, vom Bleistift und so weiter. Und der Onkel Theo, der erzählt ziemlichen Quatsch. Gut, das ist mein Lesetipp. Und zum Schluss ein Interview. Ein Interview mit einem schwerhörigen Dichter. Hallo, Herr Richter? Wieso Richter? Ich heiße Meier und bin Dichter. Ja, genau, Herr Dichter, das habe ich doch gesagt. Und nun meine Frage, Sie schreiben Gerichte? Wie bitte? Gerichte? Ich schreibe Gedichte. Ja klar, und da hätte ich gerne gefragt, ob Sie den Bauch... Wieso den Bauch? Ob Sie denn auch, verstehen Sie? Sie dichten gut, aber sie hören schlecht. Ob Sie denn auch Gerichte schreiben für Rinder? Gerichte für Rinder? So ein Blödsinn. Ich schreibe Gedichte für Kinder. Danke, tschüss.